Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Update. Ich habe mir mal seit Jahren mal wieder was bei Rebuy gegönnt. Ja, ist gerade hier frisch eingetrudelt und ja, ich musste dem guten Hermesmann mein Geburtsdatum sagen, denn hier sind gefährliche Sachen ab 18 drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was da drin ist. Ist schon ein bisschen länger her, die Bestellung. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das wieder in der Ego-Perspektive an. Und dann machen wir das eben schnell live vor der Kamera auf. Und ja, quatsch mal ein bisschen darüber. Ist nichts Besonderes, aber ja, ich zeig's trotzdem. So, da haben wir das gute Ding. Ich muss das jetzt leider andersrum aufmachen, weil vorne ist meine Adresse zu sehen und ich habe im Moment keinen schwarzen Edding irgendwie. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aber ich nehme das einfach mal. Also es ist wirklich noch zu. Ich weiß wirklich nicht, was drin ist. Ich mache das mal eben hinter der Kamera auf. So, wie gesagt, das ist ja auch schon etwas länger her, meine Rebuy-Bestellung. Ja, weil einfach so oft die Filmbörse Neuss vorkam. Und ja, ich habe mir auch in der Zeit natürlich, weil mich das interessiert, andere Updates von anderen YouTube-Kollegen angeguckt. Ja, die haben sich auch was bei Rebuy bestellt. Und ja, oh, da wurde ganz schön abgerantet, wie man ja heutzutage sagt, über Filme, die 2, 3 € kosten, da frage ich mich, was man sich manchmal darunter vorstellt. Also, aber das soll ein anderes Thema sein. Natürlich kann immer wieder was kaputt gehen, aber mal ganz ehrlich, wer hat nicht mal 2, 3 Hüllen übrig in der Sammlung? Dann wird das ausgetauscht und gut ist. So, ich mach einfach mal so. Hier ist nichts mehr drin. Der Gadönge ist leer. So, hier da seht ihr das natürlich schon ein bisschen. Oh, das ist jetzt aber auch neu, oder? Aha, okay. Ja, kann man machen. Warum nicht? So, weg damit. Und weg damit. So, das tue ich mal beiseite. Und ihr habt natürlich schon hier hinten gesehen, was es ist. Da-da! Ah, wunderschön. Es ist tatsächlich die NSM-Auflage. Prima. Ich habe mir ja aus meinem Müller-Video, was ihr bestimmt gesehen habt, hoffentlich, das Remake bestellt. Und der fehlte mir tatsächlich noch, ja. Ist auch ein Out-of-Print-Titel, der war aber hier relativ günstig. Ich glaube, irgendwas mit 13 € oder so. Der war aber ohne Bild. Also ohne Bild von dem Produkt war der da abgelichtet. Und ja, da dachte ich mir so, ey, für den Kurs nimmst du auf jeden Fall mit. Ja. So, ich guck mal eben selber. Und die Blu-ray ist 1A. Ja, da. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Da ist nichts dran. Wenn da was wäre, würde ich euch das natürlich zeigen. Oh, mit Wendecover oder was? Ach, guck mal, das wusste ich ja gar nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielen Dank, NSM, würde ich mal sagen, weil auf dem Wendecover ist kein FSK-Flatschen. Das freut mir. Ich lasse das erstmal so. Ich entscheide mich da später. Mal gucken, was ich da für eine farbige Hülle drum mache. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, für mich ist dieser Film eine Art Neusichtung. Ich habe den irgendwann mal als kleiner Stöpsel gesehen. Ja, weil ich damals, ja, ich habe E.T. gesehen und ja, von E.T., sie macht da ja auch mit, von E.T. ging es dann direkt rüber zu Feuerteufel. Ist kein Scherz. Ja. Ich weiß nicht, ich war auch damals ein bisschen verliebt in Drew Barrymore, ja. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich habe nicht mehr viel Erinnerung daran. Und ja,
Als ich mir den Film zulegen wollte, habe ich gesehen, oh, der ist ganz schön teuer. Ja, und vom Mediabook ganz zu schweigen, egal, egal. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt in meiner Sammlung, der bleibt auch in der Sammlung. Ich freue mich und das auf Blu-ray. Prima. So, dann musste ich mir was Neues in die Sammlung holen. Zwar habe ich diesen Film schon, ja, von in einem anderen Cover, in einer anderen Coverfarbe, in Grau. Das hat mir nicht gefallen, ich wollte gerne das Rote haben. Nein, Quatsch. Das Graue ist von Konstantin Films und diese hier ist von Koch Media, wie ihr seht. Und die Scheibe von Konstantin Film, also sprich die graue Variante, nenne ich es jetzt mal, die läuft bei mir nicht mehr. Ja, oh, was haben wir denn hier? Frisch poliert oder was? Extra für einen Picker? Ah, da freue ich mir, du. Da freue ich mir. Ja, aber ist, ich guck noch mal. Das sieht auch wieder wunderprächtig aus. Vielen Dank. Ja, die graue läuft nicht mehr. Dazu aber später mehr in einem separaten Video. Auf jeden Fall, den habe ich auch schon gesehen. Von Mel Gibson natürlich, steht ja auch drauf. Apokalypto. Wow, sehr bildgewaltig, brutal und kommt auch sehr authentisch rüber, ja, mit diesen, was ist das? Mayatan. Mit dieser Mayatan-Sprache. So, dann ein. Jetzt klebt das hier zusammen. Ein Van Damme-Film, der mir auch ans Herz gelegt worden ist, ja. Auch ein Film von Ringo Lam. Und ja, kann ich gar nichts zu sagen. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ist hier 2021 von Leonine Studios rausgekommen. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich denke mal, dass er hier irgendwo bestimmt festgehalten wird oder so. Kann das sein? Was steht da? Härteste Gefängnis Russlands. Konflikte, Faustkämpfe. Ja, herzlich willkommen. Ne? ja, wie gesagt, kann ich gar nichts zu sagen. Auch leider hier kein Wendecover. Die Disc schaue ich mir auch noch mal an. Die ist neu. Die ist sowas von neu. Ja, leider ist hier kein Zettel mehr drin. Keine richtige Rechnung, dass ich mal nachgucken könnte, welche Zustände ich da angeklickt habe. Ehrlich gesagt, habe ich da auch gar nicht so drauf geachtet. Ich wollte die Filme einfach nur haben. Ja, Jean-Claude Van Damme in hell, nicht dunkel. So, dann musste ich mir wieder einen Film dazu kaufen, den ich eigentlich schon in der Sammlung habe. Dasselbe wie bei Apokalypto. Und ach, Gott sei Dank, es ist tatsächlich die remasterte Fassung. Schuh des Manitou, ja, habe ich mir aus dem Sozialkaufhaus ja gekauft. War original verpackt. Ich glaube, das war für 2 € oder sowas. Und ich wollte den Film tatsächlich nach langer Zeit mal wieder sehen. Und ja, der ging nicht. Der ging ebenfalls nicht, ließ sich nicht mehr abspielen. Ja, ist denn jetzt auch hier die längere Fassung drauf? Hiervon gibt es auch eine längere Fassung. Nein, 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 steht hier nicht. Ja, keine Ahnung. Müsste ich mal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Hier haben wir, oh, auch wieder umgedreht. Hier haben wir auf jeden Fall ein Wendecover. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Was haben wir hier? Das ist ein. Zwei, drei Staubkörner und mein Fingertoucher von eben. Sonst ist die Disc tadellos und ich hoffe, das läuft, ja. Ich hoffe, das läuft und wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall mehr Infos später in einem meiner folgenden Videos, ja. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da reingucken würdet. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Ja. Dann mache ich einfach mal so zum. Als Überblick, ja, hier bin ich auf jeden Fall froh, dass ich da richtig cooles Schnäppchen gemacht habe. Ich würde es hier noch mal einblenden, was ich da jetzt insgesamt für bezahlt habe.
Beziehungsweise für jeden Einzelnen, könnt ihr mir ja auch mal sagen, ob der Preis gerechtfertigt ist oder zu teuer. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen auf euer Feedback. Also, das soll schon gewesen sein an dieser Stelle. Vielen Dank, mehr war es leider nicht. tschüss, macht's gut, euer Moviepicker. Ciao, ciao. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Safarike. Cybertron he. Aquifer na ina kuna. Hessen Collecta. Jigozo Pazuru. Ega Angura. Mubi Bigger.